Herzlich willkommen zu, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Growth Hacking Tools. Growth Hacking Tools Nummer 8. Und heute geht es um Zapier.com. Zapier, weiß keiner, wie man es spricht, keiner, wie man es schreibt. Zapier.com. Ich habe früher immer Zapier gesagt, bis mir irgendwer mal gesagt hat, dass ich das nicht cool anhört. Okay, was macht Zapier.com? Ich gebe euch einmal ein Beispiel. Und zwar am besten, nehmen wir mal an, ihr habt eine Webseite und habt da irgendwie ein E-Mail-Formular drauf. Und nehmen wir an, es wäre Mailchimp, habe ich auch schon mal vorgestellt. Und dann geben wir Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse ein. Und das landet ja dann in Mailchimp. Und nehmen wir mal an, ihr wollt aber diese Daten, die da reinkommen, nicht nur in Mailchimp haben, sondern ihr wollt die auch irgendwo anders haben. Zum Beispiel in einem Google Spreadsheet. Oder ihr wollt die automatisch in eurem CRM-System haben. Oder was weiß ich, wo ihr die haben wollt. Jetzt früher musste man da großartig Interfaces programmieren oder so Schnittstellen bauen, dass die Daten von da nach da, also jeder, der das schon mal selber gemacht hat, also ich bin ja schon so alt, dass ich das tatsächlich alles früher selber programmieren musste, weiß, das ist super aufwendig, super fehleranfällig, mega teuer und so. Und heute kann man dafür zum Beispiel Zapier benutzen. Das heißt, dann geht man einfach in Zapier, macht sich einen Account. Ich glaube, die haben sogar einen Free-Account und kann dann einfach gucken, sucht dann einfach nach Mailchimp und verbindet dann mit Mailchimp mit einer kleinen Zap. Das ist quasi die Form von Apps in Zapier. Da gibt es echt für allen Scheiß, für alle Verbindungen von irgendwelchen Tools gibt es da schon vorprogrammierte Zaps. Das heißt, man sucht sich den Zap raus, der Mailchimp zum Beispiel mit HubSpot CRM verbindet. Und dann nimmt man den einfach, konfiguriert den. Man muss natürlich bei beiden seine Kontaktdaten seine Accountdaten eingeben. Da muss man einmal drüber nachdenken, ob man das so sicherheitstechnisch möchte. Ja, und dann sagt man Go. Und ab dem Zeitpunkt für jeden Kontakt, der zum Beispiel in Mailchimp über meine Webseite reinkommt, könnte der automatisch nach links oder rechts fliegen. Um ein Beispiel, Zapier. Man kann damit quasi Prozesse automatisieren, man kann damit Datenflüsse ausrichten und so. Ich nutze Zapier mittlerweile sehr, sehr viel, nur damit ich es gesagt habe, was aber auch benutzt, wenn Zapier halt irgendwann mal kaputt ist oder wenn die einen Datenleck oder sonst irgendwas haben, dann bricht mein eigener Marketing-Stack mehr oder weniger zusammen. Ja, also das muss man auch immer wissen. Das heißt, ich empfehle das immer, um schnelle, kleine, agile Tests zu machen. Aber ob das das richtige Tool ist nachher für einen fertigen, ausgewachsenen Tech-Stack, das steht aus meiner Sicht auf dem anderen Blatt. Guckt es euch mal an. Ihr könnt damit viel, viel schneller testen und umsetzen und neue Tools zum Beispiel verbinden. Das war Growth Hacking Tools Nummer 8. Und Nummer 9 kommt bestimmt, aber ich sag nicht, was es ist. Bye, bye.